Eine heftige Explosion hat am Sonntag die armenische Hauptstadt Erivan erschüttert. Zahlreiche Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Dutzende wurden verletzt. Russische Nachrichtenagenturen berichteten, dass es sich um ein Lager mit Feuerwerkskörpern in einem Einkaufszentrum gehandelt habe. Rettungskräfte suchten bis in die Nacht hinein nach Überlebenden. Viele Menschen galten zunächst noch als vermisst. Das Katastrophenschutzministerium erklärte, dass zwei Explosionen einen Teil des Gebäudes zum Einsturz gebracht hätten, in dem sich die Feuerwerkskörper befanden. Die Ursache für die Detonation der Feuerwerkskörper war zunächst nicht klar.